2017 kam das Galaxy Note zurück, stellte Apple das iPhone 10 vor und blieb sich Google mit dem Pixel treu. Welches davon das Smartphone des Jahres ist, das verraten wir euch jetzt. Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu, man muss fast schon sagen, was für ein Smartphone-Jahr. Denn endlich ging es mal nicht mehr um den schnellsten Chip oder um die beste Kamera oder das größte Display. Stattdessen stand das Design mal wieder im Vordergrund. Und da hat sich ein Trend herauskristallisiert, das war das Randlos-Display, also ein Smartphone mit möglichst viel Display auf der Front und wenig Rändern drumherum. Und ein Smartphone, das besonders gut gemacht hat, ist das iPhone 10. Mit dem iPhone 10 hat Apple das Smartphone quasi neu erfunden, zumindest der eigenen Meinung nach. Damit dieses neue Design möglich ist, hat Apple den Home-Button gestrichen. Das ist aber nicht so schlimm, denn es gibt viele neue Wischgesten, mit denen man das iPhone 10 ganz einfach bedienen kann. Damit man das iPhone trotzdem noch einfach entsperren kann, hat sich Apple eine Gesichtserkennung ausgedacht. Die nötige Technik dafür sitzt oben im Display in der Kameraleiste drin und funktioniert eigentlich ziemlich zuverlässig. Auch sonst ist das iPhone eigentlich super ausgestattet. Es hat den schnellsten Chip und die beste Kamera. Und all diese Komponenten machen es zu unserem besten Smartphone des Jahres. Allerdings hat das Ganze noch einen Haken, denn mit über 1000 Euro ist das Gerät ganz schön teuer. Deswegen sollte man auch die anderen beiden iPhones, die Apple 2017 vorgestellt hat, nicht außer Acht lassen. Denn auch das iPhone 8 Plus und das iPhone 8 bieten genügend Leistung für den durchschnittlichen Nutzer, kosten aber unter 1000 Euro. Wer mit einem iPhone nichts anfangen kann, der greift am besten zum Android. Da hat sich mal wieder besonders OnePlus hervorgetan, denn kein Flaggschiff war in diesem Jahr mit aktueller Ausstattung günstiger als das OnePlus 5. Allerdings gibt es das schon nicht mehr zu kaufen, denn vor wenigen Wochen hat OnePlus das OnePlus 5T nachgeliefert. Das bietet im Prinzip die gleiche Ausstattung, hat aber ein Randlos-Design. Ab 499 Euro geht das los mit 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Festspeicher. Da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln, das ist ein sehr guter Preis. Hat aber auch einen Haken, denn vor ein paar Wochen ist rausgekommen, dass OnePlus eine Hintertür eingebaut hat und so Sachen mittrackt, wie oft ihr das Smartphone entsperrt, welche Apps ihr benutzt. Diese Datensammelwut, die kauft ihr mit dem Smartphone mit, deswegen ist es vielleicht auch so günstig. Ein OnePlus-Sprecher hat jetzt auch gesagt, wir wollen das zurückfahren, aber nicht ganz beenden. Also das hat so einen bitteren Beigeschmack. Nichtsdestoweniger ist es trotzdem ein gutes Stück Hardware. Das Comeback des Jahres feiert Samsung mit dem Galaxy Note 8, das im Spätsommer vorgestellt wurde. Wir erinnern uns ganz kurz ans Vorjahr, da gab es ja das Galaxy Note 7, das musste Samsung vom Markt nehmen. Da gab es Probleme mit dem Akku, ein paar Geräte sind explodiert und anschließend sogar noch abgebrannt. Das steht heute sogar noch bei vielen Airlines auf der Verbotsliste von verbotenen Gegenständen. Mit dem Note 8 feiert Samsung, wie gesagt, ein eindrucksvolles Comeback. Das erste Samsung-Gerät mit einer Dual-Kamera. Könnt ihr natürlich mit dem S Pen Stylus bedienen, wenn ihr das möchtet. Natürlich ist das Teil auch super verarbeitet, bietet auch ein randloses Display, ist mit 1000 Euro aber ganz schön teuer. Wer es ein bisschen günstiger möchte, der greift zum S8 oder S8 Plus. Die sehen dem Note 8 sehr ähnlich, sind auch sehr ähnlich ausgestattet. Verzichten müsst ihr da im Prinzip nur auf die Dualkamera. Ansonsten das gleiche Premium-Feeling, aber schon ab 660 Euro. Bei Google liegt der Fokus eher auf der Software als auf der Hardware. Die ist nämlich bei den meisten Top-Smartphones ohnehin identisch. Die bieten alle ungefähr die gleiche Leistung. Da steht Android im Fokus. Google hat natürlich auf seinen eigenen Geräten immer das neueste Android-System. Deswegen laufen die Pixel mittlerweile schon auf Android 8.1, bekommen auch regelmäßig als erstes natürlich den Android-Sicherheitspatch, sind also immer sicher. Und softwareseitig gibt es dabei auf dem neuen Pixel 2 und Pixel 2 XL noch ein paar andere Spielereien. Dazu gehört zum Beispiel Google Lens. Das ist eine Objekterkennung. Die kann euch zum Beispiel sagen, wenn ihr ein berühmtes Gebäude fotografiert, welches Gebäude das ist, liefert einen Wikipedia-Artikel dazu. Dualkameras sind zwar voll im Trend, das Pixel hat aber keine Dualkamera, kann aber trotzdem diesen Bokeh-Modus simulieren, denn Google hat der Kamera quasi beigebracht, Menschen zu erkennen und auszuschneiden und den Hintergrund dadurch unscharf zu machen. Das ist eine spannende Funktion und liefert auch tolle
Ergebnisse. Was Fakt ist, ist, dass die Pixel sehr wertstabil sind. Die fangen an bei 799 Euro. Rechnet nicht damit, dass das in nächster Zeit irgendwie günstiger wird. Noch mit ins Ranking schafft es das Sony Xperia XZ Premium. Das hat, wie der Name schon sagt, eine Premium-Ausstattung, einen schnellen Chip, ein 4K-Display, das HDR unterstützt und dazu noch tolle Kameras, mit denen tolle Ergebnisse möglich sind. Mittlerweile ist das Gerät auch schon für 650 Euro oder vielleicht noch ein bisschen weniger zu haben. All das sorgt dafür, dass das Teil verdientermaßen mit bei uns im Ranking landet. Es gehört nämlich zweifellos zu den besten Smartphones des Jahres 2017. Nicht ganz vorn mit dabei, aber trotzdem nicht unerwähnt bleiben sollen Geräte von HTC, Nokia und Huawei. Ganz besonders überrascht hat uns dieses Jahr das HTC U11. Das kam mit einem drückbaren Rahmen, also einem ganz neuen Bedienelement, einem tollen Display und einer tollen Kamera. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu testen. Huawei wollte uns dagegen mit dem Mate 10 Pro mit künstlicher Intelligenz überraschen. Das hat im Test nicht ganz so gut funktioniert. Wer weiß, vielleicht klappt das ja dann im nächsten Jahr noch ein bisschen besser. Wir sind dann gespannt. Das Nokia 8 sollte uns dagegen mit stetigen Sicherheitsupdates und Stock Android überzeugen. Ließ aber so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal vermissen, denn nur das Bothy, also eine Kombination aus Aufnahme von der Front- und der Rückkamera gleichzeitig, das reicht uns nicht als Verkaufsargument. Nichtsdestoweniger ist es aber trotzdem ein gutes Gerät, das vielleicht in euren Fokus gehört. Wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, denn ab 550 Euro seid ihr mit dabei. Welches war denn euer Top-Smartphone des Jahres? Welches hat euch ganz besonders interessiert? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Jahreswechsel. Kommt gut rein in 2018. Das war Marco von Curve mit den Top-Smartphones 2017.